Ja, da scheint es so, dass der Forscherfreitag heute zum Fischfreitag geworden ist. Denn was sehe ich hier? Anscheinend hier von meinem Kollegen, vom Captain Jens Jensen, hier gefangen. Mit seiner Seemannsmütze. Ein relativ groß erscheinender Fisch hier. Der gehört zu den Knochenfischen. Und den habe ich jetzt den ganzen Weg hier von der Jurazeit, da lebt nämlich Lidsichtes, aus der Jurazeit hier in die Kreidezeit geschleppt. Weil ich habe gehört, hier kann ich heute für diese Folge den größten aller Raubsaurier anlocken. Und wie man sieht, anscheinend steht hier Fisch auf dem Speiseplan. In der Sicht ist hier, das ist tatsächlich noch ein Baby, dass der Gölt könnte, man weiß es nicht ganz genau, das ist nämlich bei Knorpelfischen immer ein bisschen schwierig, könnte der größte Fisch der Erdgeschichte gewesen sein, mit bis zu 30 Meter Länge. Das heißt, hier haben wir auch wirklich nur ein ganz kleines Baby noch an der Angel gehabt. Und ja, wir wollen den größten Räuber damit einmal anlocken. Und was? Wo gehen wir? Großer Schrei und wir sind in der Kreidezeit angekommen. Ihr habt die großen Krallen hier vielleicht schon gesehen. Diese Krallen gehören nämlich dem König der Fischer. Und der König der Fischer, liebe Zuschauer, das ist hier unser Spinosaurus. Nicht nur im Dinopark der größte Raubsaurier, sondern der Spinosaurus gilt als größter Raubsaurier überall. Um ihn zu finden, musste man weit reisen. Spinosaurus selber heißt mit Nachnamen nämlich Spinosaurus aegyptiacus. Und das deutet schon auf den Fundort hin in Ägypten. Wurde damals schon Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt von Ernst Stromer von Reichenbach, ein ganz berühmter deutscher Paläontologe, der die ersten Überreste eines Spinosauriers in Ägypten zutage gefordert hat. Leider sind die Knochen im Zweiten Weltkrieg verschwunden und erst später wieder aufgetaucht, sodass die Spinosaurus-Forschung erst später aktuell werden konnte und auch immer noch eines der populärsten Themen überhaupt ist. Es gab früher auch noch mal eine zweite Unterart, nämlich den Spinosaurus marokkanus. Da wird man dann in Marokko gefunden. Heute geht man davon aus, Spinosaurus marokkanus und Spinosaurus aegyptiacus sind aber eigentlich ein und dasselbe Tier gewesen. In der weiteren Verwandtschaft gibt es noch einen Ichthyovenator, einen Oxalaya oder auch einen der merkwürdigen Spinosaurier, der Irritator heißt. Und zwar nicht, weil das ganze Tier wirkt schon bizarr und irritierend. Irritator hat seinen Namen bekommen, weil er wurde tatsächlich von Paläontologie Laien verpackt. Also Knochen wurden merkwürdig konserviert. Das hat die Forscher so irritiert, diese Verpackung, dass sie ihn Irritator genannt haben. Spinosaurus selber bedeutet im Deutschen die Dornenechse. Und wenn man sich seinen Körper jetzt mal so anguckt, die Dornen, die trägt er auf dem Rücken. Das ist natürlich ein bizarres Merkmal, dieses riesengroße Segel, was nicht ganz bewiesen ist. Wie gesagt, Dornenechse, diese Spinaldornen, diese Rückenfortsätze, die man da so durchschimmern sieht, die sind fossil belegt. Das Segel natürlich nicht. Aber jetzt hat man sich natürlich überlegt, was für eine Funktion könnten so Dornen haben. Ja? Zum Blätter aufspießen bestimmt nicht. Es gibt diese Theorie natürlich immer, wenn ein Tier so ein großes Körpermerkmal entwickelt, was eigentlich keinen offensichtlichen Nutzen hat, dann ist es vielleicht das Balzverhalten da. Also er wirkt, obwohl er schon der Größte ist, damit nochmal eine Nummer größer, nochmal eine Nummer beeindruckender. Eine andere Theorie, die dann wiederum ein bisschen mehr auf seine Lebensweise eingeht, denn der König der Fischer, er jagt wahrscheinlich im Wasser. Dazu gibt es mehrere Indizien und das Segel könnte dann dazu gesorgt haben, bis hin zur Temperaturregulierung. Man kennt das ja im Freibad, wenn man da zu lange im Wasser bleibt, dann wird einem kalt. Dieses Tier, trotz seines größten Körperumfangs, das Segel hat halt immer rausgeragt. Auch wenn er längere Strecken durchs Wasser geschwommen ist, dann blieb das Segel immer oben und konnte wie so eine Art Solaranlage vielleicht Sonnenstrahlen einfangen, Wärme in den Körper leiten. Das alleine wird ihm nicht geholfen haben, Körperwärme zu produzieren. Dazu ist das Tier einfach zu groß. Das wird auch über die Nahrung mit funktioniert haben. Jetzt haben wir noch andere Indizien eines Schwimmers. Wir sehen hier diesen langen, mächtigen Schwanz. Wenn wir diesen Schwanz allerdings im Querschnitt sehen, dann ist er nicht wie bei vielen anderen Dinosauriern rund im Querschnitt, sondern eher so länglich abgeflacht. Man hat tatsächlich mit der Robotik zusammengearbeitet, so einen Schwanz mal nachgebaut und hat bemerkt, dieser Schwanz kann auch sehr schön zur Seite steuern und kann beim Schwimmen als Steuerelement genutzt werden. Andere Geschichte hier, die großen Füße des Spinosaurus. Die wirken tatsächlich ein bisschen paddelartig und hatten eventuell, was aber nicht bewiesen ist, auch zwischen den Zehen noch Schwimmhäute. Das wäre natürlich ein praktisches Merkmal gewesen, könnte gewesen sein, allerdings wie jeder Theropode ansonsten diese drei Krallen und die kleine Kralle an der Hinterzehe. Unser Modell, wie gesagt, weil es noch nicht ganz bewiesen ist, noch ohne Schwimmhäute gestaltet. Was man jetzt beim Spinosaurus noch sieht, farblich haben wir ihn so ein bisschen sandfarben gestaltet. Sein Fundort ist in Ägypten wie Marokko so eine Lagunenlandschaft gewesen. Das heißt, in einer sandigen Gegend mit Gewässern gejagt und diesen Fisch konnte er nicht fangen. Ich habe es ja schon gesagt, den habe ich jetzt aus der Jurazeit mitgebracht, der Lidsichtes. In Wirklichkeit wären das so Art Pseudoseegerochen, die da in der Lagune gelebt haben. Oder auch Vorfahren des heutigen noch bekannten Quastenflossers. Also große Beutetiere, die er dann perfekt erbeuten konnte, auf zweierlei Arten. Die Krallen braucht der König der Fischer, um vielleicht wie ein Grizzlybär sich über das Wasser zu stellen
und mit einer kraftvollen Pfote kann er dann Fische aus dem Wasser ziehen. Und wenn er schwimmt, das ganze Maul erinnert ja schon sehr an das heutige Krokodil. Es ist tatsächlich auch von allen Dinosauriern die längste Schnauze. Fast bis zu 1,70 Meter lang, viel größer bin ich auch nicht. Das heißt, allein die Schnauze dieses Tieres deckt einen ganzen Jurassic Gens ab hier. Und die Zähne allerdings eher klein und spitz nach oben gebogen. Und das ganze Maul ist tatsächlich auch so ein bisschen gewellt. Wenn du das Maul schließt, ist es wie beim Krokodil. Ein paar Zähne, die gucken immer noch an den Seiten raus. Das heißt, für witzige Beute perfekt geeignet. Und auch hier, man kann die Nasenlöcher von hier unten gar nicht sehen. Sie liegen auf der Schnauze, nah an den Augen dran. Das heißt, wie ein Krokodil kann das Tier auch abtauchen, aber Augen und Nasenlöcher bleiben oben. Und das ist dann, wäre fast unsichtbar, hätte es nicht dieses bizarre Segel. Das heißt, das ist immer ein bisschen rätselhaft, was dieses Segel eigentlich gemacht hat. Aber unter Wasser konnte man es nicht sehen. Und auch unter Wasser hat es eine ähnliche Funktion wie ein Krokodil gehabt in der Schnauze. Nämlich so kleine Druckrezeptoren. Druckrezeptoren in der Schnauze. Und damit kann der Spinosaurus dann unter Wasser, auch wenn er nichts sehen kann, den Druck von Beutetieren erspüren. Und kann auch bei Dunkelheit oder bei schlechten Sichtbedingungen unter Wasser jagen. Ja, also der Spinosaurus ist ein mächtiges, ein gewaltiges, aber auch ein rätselhaftes Tier. Man kann zu diesem Dinosaurier, wie auch zu jedem anderen Dino im Dinopark bei uns, auch eine Dinosaurier-Patenschaft übernehmen. Und wo haben wir sie denn? Hier, das ist das Stromzaunschild aus Jurassic Park. Hängt deshalb hier, na, ihr kennt es vielleicht bei Jurassic Park 3, ist der Spinosaurus der Hauptdarsteller und besiegt sogar einen T-Rex. Das wäre in echt nicht möglich gewesen, weil die beiden ganz unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Zwar beide in der Kreide, aber ein paar Millionen Jahre auseinander und dann an unterschiedlichen Fundorten gewohnt haben. Die Patenschaften hier kann man zu jedem Tier für einen verschiedenen großen Geldbetrag übernehmen. Und so bleibt der Dinopark dann für immer im Herzen des Besuchers, auch wenn man selber nicht anwesend ist. Ich würde sagen, mit diesem poetischen Spruch verabschiedet sich Jurassic Gens in die nächste Folge. Und mal gucken, wen wir da so finden. Die drei größten Raubsauger haben wir jetzt gefunden, aber vielleicht müssen wir uns auch die Pflanzenfresser im nächsten Mal angucken. Bis demnächst.